So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Mario 35. Jetzt ist wieder mehr als ein paar Tage vergangen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall neue Missionen, die wir tun können. Sende im 35-Spielerkampf 10-mal Gegner. Okay, Konter machen wir eh automatisch. Stampfe 3 Gegner in Folge. Ja, auch super einfach. Und 500 Münzen sammeln. Okay, also einfach spielen und wir kriegen die Missionen zusammen für Geld, was wir gar nicht brauchen. Yay! Außerdem wählen wir 5-2 und wollen 5-2 dann natürlich auch irgendwann mal bekommen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Also, ne, Hauptziel ist nicht die Missionen, Hauptziel ist im Prinzip Level freischalten. Aber es ergibt halt mehr Sinn zu spielen, wenn man auch gleichzeitig noch Missionen machen kann. Das heißt, ich nehme jetzt vielleicht zwei Folgen Mario 35 wieder auf, dann nochmal zwei Folgen Maker. Und ja, dann gucken wir mal, dann sind wieder ein paar Folgen aufgenommen. So. Okay. Gehen wir gleich auf Konter, dass wir das nicht vergessen. Okay, wir haben den ersten Gegner überwunden. Damit ist jetzt schon alles gut. Ah, das hat leider nicht funktioniert. Ich wollte gleich den Dreier machen. Okay. Dreier ist noch nicht. Dreier gibt's gleich. Ja, der erste hat sich verabschiedet. So. Zack. Okay. Der Anfang ist halt üblicherweise immer gleich. Es geht gar nicht. Also irgendwie geht es gar nicht anders als so zu spielen. Ja, nur, dass ich sonst besser gespielt habe, aber das, haut jetzt auch nicht einen raus. Ich habe übrigens mal geguckt, ne? Bei so ein paar Videostellen, wo Leute rausgeflogen sind. Counter hat dafür auch unter einem Video so eine Zeitmarkierung gesetzt. Es ist einfach faszinierend. Man sieht es teilweise gar nicht, wodurch die Leute rausfliegen. So, du siehst die noch spielen und plötzlich haut es die raus. Vielleicht ist da dann die Zeit abgelaufen oder so. Das kann auch sein. Oder es wird halt nicht exakt dargestellt, was bei denen auf dem Bildschirm passiert. Aber teilweise sieht es ganz komisch aus, wenn da welche rausfliegen. So, gerade springen sie noch irgendwo hin und dann zack sind sie raus. Aber einer war... Achso, ich wollte gerade Pause drücken. Geht ja gar nicht. Einer war besonders lustig. Da hat man gesehen, wie er versucht, eine Röhre hochzuspringen. Eine ganz normale Röhre. So eine kleine Röhre, die du mit einem Sprung hochschaffst. Und er ist absolut nicht hochgekommen. Also da spielen auf jeden Fall die größten Genies. Ne, ich kann das kurz demonstrieren. Dann sieht es allerdings bei mir auch so aus. Vielleicht hat er es ja auch nicht demonstriert für jemand anderen, so wie ich das gleich demonstriere. Ne, der war vor der Röhre und ist dann so. So ist der. Der kam einfach nicht hoch. Ich weiß nicht. Man muss halt die Taste durchdrücken. So, dann kommt man da auch hoch. Also, ja. Aber, wie gesagt. Scheiße. Nein. Och nö, ich will die Aufnahme neu starten. Och nö. Och nö. Gerade mach. Och nö. Och nö. Wenn die. Och nö. Wenn jetzt jemand, so wie ich, sagt: Okay, ich will mir angucken, warum der jetzt gerade rausgeflogen ist, dann sieht der, wie ich erst zu blöd bin, über die Röhre zu springen und dann einfach runterlaufe. Och nö. Och, das lief nicht so gut. Scheiße. Och Mann, ey. Ah, das war ja komplett dumm. Ah, die Konter haben wir schon, aber wir wollen ja eh Konter haben. Ne, wir wollen jetzt nicht mehr mit Konter. Jetzt arbeiten wir wieder mit Zufall. Weil ja dann nicht so viel zu uns geschickt wird. Vielleicht mit Glück. Aber vielleicht auch schon. Aber grundsätzlich dürfte es ein bisschen weniger sein. Also so rein von der Logik her. Und wir wollen Münzen sammeln, das wollen wir also tun. Und wir wollen Level sammeln. Die zwei Dinge werden mir wichtig. Aber wie viel schon wieder raus sind. Ich meine, ich war gerade auch so eine Pflaume. Aber, also, ach, keine Ahnung. Ah, das gerade war es. Also, das gerade war wieder. Also, ja, keine Ahnung. Dafür würde ich mich am liebsten.
liebsten komplett löschen. Nein, würde ich nicht, weil sonst würde ich es tun. Eieiei, okay. So. Vielleicht kommen wir jetzt auch durch die Stage hier durch. Das wäre doch schon mal... Das wäre doch schon mal was. Nein, ich wollte... Ist das jetzt mein R? Okay. Was soll's? Nee, oh, jetzt komme ich nicht an die Power-Ups ran. Oh mein Gott, ist das dämlich, ne? So, egal. 5, 2 ist nicht dabei, aber dann gehen wir 1, 3 müssen wir ja, weil das wäre dann eh die dritte Stage. So, einfach schnell zum Pilz, dann ist erstmal wieder alles gut. Ich habe ja gerade nicht mal genug Münzen für den Pilz. Nee, was will... Willst du mich foppen? Also, das ist ja frech. Jetzt ist ein Pau, pass auf. Ich hasse alles. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn das schon wieder für eine Aufnahme hier? 3-1. Okay, wir kriegen auf jeden Fall einen Pilz. Nee, ich krieg... Oh, was ist denn... Oh. Was ist... Oh, was... Oh. Was tue ich hier gerade eigentlich? Mein... vielleicht ist es nicht der beste Tag zum... vielleicht nehme ich nur einen Part auf. Und das ist... also es wäre sowieso... Morgen kommt noch ein Part. Morgen ist Freitag. Also wäre das jetzt der... Das ist der Samstagspart. Okay. Ist doch... Das ist doch für den Samstagvormittag. Ist das doch ein hervorragender Part. Man steht auf. Man sieht erstmal zu, wie ich die ganze Zeit einfach nur komplett versage. Also das ist ja... Wahnsinn. Der Part ist echt... Vor allem mit Ankündigung jedes Mal halt. Also fast mit Ankündigung, ne? Oh, verdammtes Karma. Ist es eine Art Karma? Ich glaube ja. Eine Art Karma ist es schon. So. Let's go. Let's go. Ich kann auch gar nicht langsam. Das ist nicht meine Art. Ich krieg's nicht hin. Ich kann nicht langsam spielen, das geht nicht. Ich muss, ich werde sonst... Das ist einfach nicht, mein Spielstil. Ich kann nicht langsam. Geht nicht. Bin dafür zu ungeduldig, ich will hier durch. So, jetzt machen wir aber nicht wieder den gleichen Quatsch. So. Ja, ich wollte eigentlich sagen, die nehme ich jetzt alle mit, aber ich will eigentlich dann doch eher die Blume haben. Wobei, ich glaube, die Ich glaube, das war jetzt die falsche Entscheidung. So rein wirtschaftlich gesehen, ne? Ich glaube, die Kombo an Zeit wäre durch die Gegner viel effizienter gewesen, als die Blume einzusammeln. Ja. Ja, das war eine schlechte Entscheidung. Aber es ist in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Aber es war eine schlechte Entscheidung. Ah, wir können wieder 1-2 gehen. Dann haben wir eine neue, wieder die neue... Dann haben wir wieder eine Auswahl hin. Hui! Wenn hier so viele sind... Es ist viel effizienter, dann brauche ich die Blume gar nicht mitnehmen. Das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch, da immer die Blume einzusammeln. Das, ja, ja. Da rennt man lieber einfach durch. So, komm, 5-2.
Schade. Aber, nee, wieder kein, nee. Also jetzt, dann muss ich 1-3 gehen. Jetzt muss ich 1-3 gehen, aber ich habe jetzt zwar eine Blume, das heißt, das sollte kein Problem darstellen. Bevor ich fall runter oder keine Ahnung. Boah, diese... Ah, das war schon wieder so ein knapper Sprung, der überhaupt nicht gewollt war, ne? Es ist... Oh, mich macht das wahnsinnig, dass der manchmal so knapp springt. Das ist diese schwerfällige SMB-Physik. Ich wollte Musik sagen, aber es ist Physik. Die schwerfällige SMB-Physik. Ja, du liegst da besonders gut. Also die Pflanzen sind heute auch am Tollen, ne? Also die suchen sich ihre besten Plätze. Einfach durch. Wir haben eh 400. Und mehr als das gibt es ja nicht. Problem ist, ab jetzt kommt Bowser in die Runde, aber erstmal nur durch Zufall an einen. Ich schicke jetzt ja nicht an mehrere das Ding los. Ist okay. Damit können wir leben. 1-1. Ach, komm schon. Das habe ich nicht bestellt. Jetzt gehen wir schnell durch die Röhre. Zeit können wir eh nichts nutzen. Gegner wollen wir eh jetzt nicht großartig verschicken. Einfach durch die Röhre. Schön Münzen mitnehmen, die brauchen wir. Und dann passt die Geschichte. Wieder 4-1. 1-4 meine ich. Na gut. Wohin schieße ich? Es kommt nicht mal ein Gegner. Ich sehe es ja da unten. Ich habe gerade überhaupt nichts vor mir. Nichts. Einfach nur den Bowser. Aua. Ah, ich wollte 2-2 untersuchen nach dem versteckten Power-Up. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, ein bisschen spät. Jetzt suche ich es natürlich nicht, aber das müssen wir gleich mal noch machen. 2-2 nach dem Power-Up absuchen. Habe ich komplett vergessen wieder, siehst du? So doof ist man dann immer. Ich meine, irgendwo ist eins. Irgendwo in diesen Lücken da könnte irgendwo eins. Aber ich weiß es halt nicht mehr. Es kann auch sein, dass es was anderes ist, an was ich mich erinnere. Das ist so ein Yoshi-Ei oder so. In dem Game Boy Color-Spiel. Da konnte man Yoshi-Eier einsammeln. Oh mein Gott, ist. Okay, 4-4, schade, haben wir schon. Haben wir alles schon. Langweilig. Untenrum war es noch. Und hier ist auch wieder nichts los. Das ist voll gut, wenn wir Zufall haben und wir halt nichts geschickt bekommen, weil... Kann ich einfach durchlaufen? Ja, okay. Hätte mir jetzt Sorgen gemacht, wenn das nicht gegangen. Oh, ja, ja, hi. 1-1. Okay, sehr gut. Wir kriegen wieder Power-Ups. Aber das Problem ist, wir laufen gleich in die Zeitphase. Ja, gleich ist jetzt. Dann will ich vielleicht doch nochmal komplett durchgehen hier. Dass wir hier schön die Kombos mitnehmen. Jetzt geht es ja dann doch auch ums Überleben mit. 4 Leute noch. Das ist mir jetzt wichtig, wäre hier zu gewinnen, aber... Man will jetzt auch nicht mutwillig rausfliegen. Trotzdem wäre es mir wichtiger, 5-2 zu bekommen, als die Runde zu gewinnen. So, davon habe ich nichts, wenn ich gewinne. Also, ich habe schon was davon, klar, ich steige schnell im Level, aber... Ein neues Level würde mir mehr bringen, ein neues spielbares Level, wollte ich sagen. Okay, das ist jetzt... Das dauert jetzt eine Runde, eine Weile, die man hier durch ist. Aber so kann ich denen jetzt zumindest... Ach komm, wir gehen auf Konter, wir gehen auf Gewinnen. Dann schicken wir uns natürlich wieder mehr Leuten was, ne? Also es kann passieren und dann kriegen wir auch wieder mehr Zeug geschickt. Aber was soll's? Was soll's? Vielleicht... Vielleicht ist es hilfreich. So. Zeit läuft gerade echt schon fix ab. Uiuiuiui.
2-1. Das ist auch nicht, was ich suche. Die dauert jetzt auch eine Runde, die Stage. Und wo war denn da dieser... Nein, hier war die Blume nochmal. Dahinter war der Stern, genau. Da kommt jetzt gleich der Stern. Dann können wir also gleich hier, sind wir hier gleich safe, was die Runde angeht. Zack, ab dafür. Oha, da war einfach mal ein Bowser. Uiuiuiui. So, jetzt kommt das komische Ende. Aber das ist diesmal kein Problem. Okay, sehr schön. Oh je. Oha, okay, aber den zünd ich weg. Wir sind nur noch zu zweit. Jetzt kommt es wirklich drauf an. Also jetzt will ich auch nicht mehr 5-2 bekommen, weil dann würde noch die Gefahr bestehen, dass ich 5-2 mitten in 5-2 gerade gewinne oder nicht. Ach, solche Tode sind dumm. Oh Mann. Oh Mann. Ach, solche Tode sind so dämlich einfach. Okay. Okay, wir untersuchen mal ganz kurz 2-2 nach Optionen. Nach Power-Ups. Ich meine, irgendwo war was, aber ich weiß nicht mehr. Oh, das wird jetzt... Oder war das komplett power-up-los, das Level? Kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Entweder hier, dass man hier irgendwo in der Wand hoch konnte. Nee, also da war scheinbar nichts. War hier irgendwas? Nee, hier war auch nichts. Ah, puh. Oha. Der hat mich böse mitgenommen. Kann ich eigentlich in die Level reingehen mit einem Power-Up? So nicht. Kann ich hier... Ja, perfekt. Nee, ich hab die Fall... Tasten. X ist oben. So. Dann habe ich jetzt auch keinen Stress. Dann kann ich mich nur umgucken. Hier ist auch nichts. Ich glaube, ich habe mich da geirrt. Ich dachte, da war irgendwann mal irgendwo was. Oder hier... Hier ist ja scheinbar auch nichts. Nee. Nee, keine Ahnung. Hier vielleicht hoch? Nee, auch nicht. Hier drin vielleicht? Nein. Nein, es ist einfach nichts. Okay, dann gibt es in dem Level zumindest für mich aktuell keine Richtung, um Power-Up zu bekommen. Nee, ich dachte, es gab irgendwo eins, aber ja, scheinbar nicht. Okay, dann machen wir noch eine normale Runde nochmal. Und dann ist schon der Part durch. Also das ist heute ein... Also die Missionen haben wir geschafft, ja. Aber die Tode, durch die ich sterbe, sind schon sehr dumm. Also das sind jetzt schon, ne? Das sind jetzt schon Tode, wo man beim Spiel sagen muss, okay, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Oh, es geht schon los. Ich habe kurz was getrunken. Hilfe! Nein, meine Zeit! Ah, ich muss die Flasche zumachen. Moment. Okay, erschwerte Bedingungen. So, let's go. Oh je, Wait, was ist... Warum geht die... Was?
Ach so, je näher man... Oha! Je näher man der Null kommt, desto schneller wird die... Ah! Ja, das habe ich zum Beispiel auch noch nicht. Ach so, das ist ja jetzt sogar gut, dass mir das passiert ist. Da habe ich wieder was gelernt. Weil ich hätte jetzt gedacht, ne, das läuft jetzt ja ganz normal, die, aber plötzlich ging das, hier habt ihr ja oben gesehen. Zack, 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 zack und weg war ich. Ach so. Okay. Interessant. Interessant. Das habe ich nicht gewusst. Ja, wieder was gelernt. Ich dachte jetzt, ich kann ja trotzdem, ich habe noch, ne, bei 20 Sekunden kriege ich, glaube ich, genug Zeit, um hier noch was zu sammeln. Und dann war es plötzlich vorbei, weil von 10 auf 0 war es halt gefühlt eine Sekunde. Okay. Okay. Ja, aber so schnell kann man am Anfang aussteigen. Man trinkt einfach noch was und das Spiel ist durch. Ja, ja, so langsam verstehe ich, wie das alles passiert. So. Aber ich hatte gerade so einen Durst auf einmal. Okay. 1, 3. Ah, Mist. Da traue ich mich immer nicht zu springen, wenn das Ding oben ist. Ich glaube immer, das geht schief. Komm, wir warten noch. Wir nehmen noch die Münzen mit. So viel Zeit muss sein. Ich habe so Respekt vor den Sprüngen hier, ne? Weil die immer so knapp manchmal sind. So dumm. 1-1 wieder, okay. Okay, die machen wir als Combo. Zack, 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 zack. Easy Combo. Zack, 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 zack. Zack, zack. Okay, sehr schön. Und hopp. Gut. Okay. Und los geht's. So, schön Kombo aufbauen, prima. Alles easy. Okay. 1, 2. Okay, das heißt, wir haben am Ende auf jeden Fall wieder die Auswahl. Das ist ja schon mal gut. Oh mein Gott. Wenn wir zum Ende natürlich nur kommen, haben wir die Auswahl. Dann ist klar, aber wir kommen zum Ende. Jetzt dürfte dem eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Jetzt hole ich mir natürlich die Blume, ne, weil jetzt habe ich sie noch nicht. Aber hier die Zeit für die Blume mitzunehmen, ich glaube, das ist einfach Quatsch. So, hier die Münzen mitnehmen. Sehr gut. Nehmen wir hier auch noch die Münzen mit, was soll's. Okay. So einen schönen großen Sprung. Sind heute schon oft genug an komischen Stellen gegangen. Raum 5. Ah, schade. Aber 1-2 ist wieder dabei. Dann können wir da gleich weitermachen. Na, jetzt hole ich die Blume nicht, jetzt laufe ich einfach durch. Oh, ah, aber obenrum in Zukunft wieder. Das ist immer dieser riskante Weg. Ja, ja, wir gehen das nächste Mal wieder obenrum. Da hatte ich jetzt schon wieder Bedenken, ich stoße mit dem Kopf an. Komm, 5-2, schade. Kein 5-2 dabei. Dup, 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 dup. Aua.
Aber nichts passiert. Alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung. So. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Peace. So, hopp, weg. Und du auch. Okay, sehr schön. Okay, so. Hier hoch, hier runter. Okay. Eigentlich könnte ich da die Blume, glaube ich, auch einfach weglassen, ne? Weil ja eh, wenn ich auf der 400 bin, ist es überhaupt nicht wert, da die da oben hochzugehen. Ja, könnte man weglassen. 1, 4, okay. Bowser joins the game. Hier jetzt genauso. Wenn ich eh nur noch bei 400 Sekunden, also wenn ich bei 396 bin, dann nützt es mir jetzt auch nichts, die Blume da zu holen. Wäre cool, wenn man es so als Reservekasten hätte, dass man eine Blume sicher als Reservekasten oder so hätte. Ich meine, so habe ich jetzt das Roulette, das ist auch eine coole Idee. Aber so ein Reservekasten wie in SMW wäre halt auch cool. Aber gut, das würde halt nicht zu SMB passen, das gab es da halt nicht. Okay, aber das Roulette gab es da halt auch vorher nicht. Also das Argument war jetzt eh idiotisch. Egal. So, Münzen. Münzenweg, 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 Münzenweg. Okay, Abflug. Und ich komme ja eh jetzt wieder auf 400 durch das Ziel, durch die Zielflagge. Also das ist auf jeden Fall, da ist man deutlich besser dran. Nein! Okay, aber wir kriegen den Stern. Wenn ich keinen Quatsch mache, kriegen wir den Stern. Und wenn ich Quatsch mache, habe ich das Roulette. Irgendwas werde ich schon bekommen, was brauchbar ist. Ja, meinetwegen dann halt so. Dann halt so. Ist auch okay. Ah, ist alles nicht brauchbar. Aber wir müssen jetzt 4-3 nehmen, weil wir müssten sonst durch 1-1, durch 3-1 und dann durch 4-3. Das ist halt auch nicht das Wahre. Gib mir ein Power-Up, komm, ein brauchbares. Ja, ich meine, damit komme ich durch und krieg hier den Pilz. Das ist okay. Das ist in dem Fall... Oh Gott! Dieser... Oh! Ich habe mich schon wieder gesehen. Irgendwo, wo ich nicht hin will. Wow! Oh, diese knappen Sprünge. Das ist echt so ein kleines... Wait, war hier nicht mal... Nee, ich glaube, hier war auch ein Yoshi-Ei im Original. Also nicht im Original eben gerade nicht, sondern in dem Remake von Game Boy Color. Ich glaube, da war da bei den Wolken ein Yoshi-Ei. Das war oft so ein... Ah, ich habe mich gerade schon gefreut, weil da 5 stand, aber es war 5-1. Schade. Falsche 5. Falsche 5. Kann ich nicht gebrauchen. Hier kam gleich ein Power-Up jetzt, ne? Oh, das war... Nee, hier kam der Stern. Genau. Das ist aber genauso gut. Oh, und aber jetzt kommt Bullet Bills hier mit rein in die Runde. Okay. Jo, hi. Hier waren Lee. Ah! Wenn ich jetzt sage, dass ich auf den Sprungkopf gedrückt habe, glaubt ihr mir das dann? Ich habe auf den Sprungknopf gedrückt. Ach, Manno. Okay, wir gucken mal, was wir an Symbolen gerade haben. Aber ich will eigentlich... Also Bowser finde ich echt das beste Symbol bisher. Was will man mit dem anderen Kram hier? Alles Müll. Bowser ist der Shit. Wir bleiben auf jeden Fall bei Bowser. Bestes Ding. Okay, ja, dann belassen wir es bei einer Folge. Mario 35. Ich habe jetzt eigentlich keinen Grund, eine zweite aufzunehmen. Dann nehme ich jetzt ein bisschen Mario Maker noch auf. Danke fürs Zuschauen und...